Hast du das Abenteuer Shrouded Island in Sea of Thieves verpasst oder brauchst du vielleicht eine kurze Auffrischung, was eigentlich passiert ist? Dann bist du hier genau richtig. Ich gebe dir eine kurze Zusammenfassung, was im Abenteuer eigentlich passiert ist. Willkommen zu Teil 1 über die Abenteuer in Sea of Thieves. Das Abenteuer behandelt den Außenposten Golden Sands, oder besser gesagt das, was davon übrig ist, nachdem dort anscheinend ein sehr harter Kampf stattgefunden hat. Der Außenposten ist komplett verwüstet und zerstört, und die Insel selbst wird von einem unheimlichen Nebel umhüllt. Der mysteriöse Nebel stammt aus dem Meer der Verdammten und sollte in der Welt der Lebenden nicht auftreten. Immer mehr Phantome kommen durch diese gestörte Grenze in die Sea of Thieves. Das kann nichts Gutes bedeuten. Zu Beginn dieses Abenteuers spricht man erst einmal, wie üblich, mit Larinna, um mehr zu erfahren. Kapitel 1. Larinna schickt euch erstmal nach Golden Sands, um der Sache auf den Grund zu gehen. Vor Ort verschafft ihr euch selbst ein Bild darüber, was wahrscheinlich vorgefallen ist. Ihr findet einen total verwüsteten Außenposten vor und der merkwürdige Nebel steht dicht über der gesamten Insel. Im Verlauf eurer Suche vor Ort findet ihr am Ende einen mysteriösen Kompass innerhalb der verlassenen Taverne. Als Pirat wisst ihr natürlich, was zu tun ist und folgt dem Kompass, wo auch immer er euch hinführen mag. Ihr stellt auf eurem Weg fest, auch eure Zielinsel scheint von dem merkwürdigen Nebel umhüllt zu sein. Ihr geht trotzdem an Land und trefft, am Ziel angekommen, auf Bell, Kapitel 2. Im Gespräch mit Bell erfahrt ihr, was sie weiß. Sie erzählt euch, was sie bisher in Erfahrung gebracht hat und schickt euch für weitere Untersuchungen nach Shipwreck Bay. Ihr stecht sofort in See und macht euch auf den Weg nach Shipwreck Bay, um dort weitere Untersuchungen vorzunehmen. Auf Shipwreck Bay findet man Spuren vom Diener der Flamme, der wohl hier war und auch wohl am Verschwinden der Bewohner von Golden Sands beteiligt war. Wie sich herausstellt, arbeitet er weiterhin für Flameheart und beschwört mit eurer Hilfe den Soulflame-Captain. Und ihr verwickelt ihn in einen harten Kampf. Nach eurem Sieg erhaltet ihr von ihm eine Karte, die euch zu eurem nächsten Ziel führen soll. Ihr stecht also erneut in See ins Ungewisse. Bald stellt ihr fest, dass auch euer nächstes Ziel, ähnlich wie die anderen Inseln zuvor, vom Nebel verhüllt ist. Ihr lasst euch aber weiterhin nicht abschrecken und beginnt eure Suche nach dem Schatz, der auf der Karte des Soulflame-Captains markiert ist. Ihr findet ihn und es handelt sich um den Hexing Skull. Mit diesem wisst ihr nichts weiter anzufangen, also bringt ihr ihn sofort zu Bell zurück, um weitere Informationen zu erhalten. Kapitel 3. Bei Bell angekommen, dankt sie euch zunächst für eure Bemühungen und nimmt die gefundenen Gegenstände an sich, um weitere Forschungen zu betreiben und herauszufinden, was denn nun wirklich in Golden Sands vorgefallen ist. Am Ende habt ihr also Flameheart mehr oder weniger in die Hände gespielt. Er will irgendetwas aus der See der Verdammten in die Sea of Thieves bringen. Wie die Abenteuer weitergehen, erfahrt ihr im nächsten Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann schau dir auch gerne die anderen Videos zu den Abenteuern in Sea of Thieves an. Oder erzähl mir einfach in den Kommentaren, welches Abenteuer war eigentlich dein liebstes Abenteuer bisher? Und lass ein Abo da, um nichts mehr zu verpassen.